Was andere über dich reden, das geht dich nichts an. Was andere über dich denken, das geht dich nichts an. Das ist die Art und Weise der anderen zu reden und das ist die Art und Weise der anderen zu denken. Weil du selbst erlaubst dir ja auch, über andere zu denken, was du möchtest. Du selbst erlaubst dir ja auch, über andere zu sprechen, was du möchtest. Und deshalb löst dich davon. Wie fühlt sich das an, dich davon zu lösen, sich abhängig zu machen davon, was andere über dich denken und über dich reden? Dann bist du frei. Das befreit dich. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude. Und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Seelenfreude Challenge, Tag 27, Montagmorgen. Ich hoffe, dir geht es nicht so wie mir früher, wo ich sonntags abends schon so ein mulmiges Gefühl hatte, morgen muss ich wieder ins Büro. Als ich noch Dinge gemacht habe, die nicht wirklich mir selbst, meinem Herzen entsprochen haben. Oder vielleicht kennst du das ja, dass Sonntagabend so dieses mulmige Gefühl aufkommt, Wochenende schon wieder vorbei, muss schon wieder ran. Dann solltest du was in deinem Leben verändern. Ein Grund mehr, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Aber deshalb bist du ja auch hier. So, um was geht's heute? Heute geht es um das Thema Frei sein. So als Überschrift. Und ich möchte heute einen Post von einer Dame aufgreifen, weil das, denke ich mal, ganz viele betrifft. Also ich kenne dieses Thema nur zu gut auch aus meinem eigenen Leben. Hier geht es um ihren Bruder, also um das Umfeld. Ich bin zwar Einzelkind, habe keine Geschwister, aber das Thema ist dennoch das gleiche, ob man Geschwister hat oder nicht. Und ja, deshalb habe ich die heutige Challenge auch Frei sein genannt. Und zwar meine ich jetzt nicht Frei sein im Sinne von einer Partnerschaft, sondern Frei sein von Bewertungen und von Beurteilungen von anderen Menschen und auch deinem Umfeld damit, okay? Und ich habe so in drei Teile aufgeteilt, diesen Post von der Dame. Und ein Teil ist, wie schaffe ich es, schon mehr und mehr mutig und voller Zuversicht Ängste und vor allem den Negativfokus, welcher von meinem Bruder ausgeht, loszuwerden bzw. loszulassen. Er greift mich sehr stark an, er stellt mich bloß und sagt sehr oft, das sei so langweilig, was ich rede, ich hätte keinen guten Job, bekäme mein Leben nicht auf die Reihe etc. Er möchte mir ja fast den Mund verbieten. So, das ist das eine. Also, grundsätzliche Gedanken dazu oder Anregungen. Es gibt immer drei Gründe, warum Menschen, hier ist es der Bruder, in deinem Umfeld ist es vielleicht deine Mutter, dein Vater, deine Freundin, deine Kollegen, egal, wer auch immer. Ja? Es gibt immer drei Gründe, warum Menschen so agieren. Auf der einen Seite, der erste Bereich könnte sein, sie sind deine sogenannten Arschengel. Ich finde diesen Begriff so genial, den habe ich von einem meiner Mentoren mal aufgenommen, dem Robert Beetz, vielleicht kennst du ihn auch. Auf der einen Seite, dieser Begriff, wenn man den einmal gehört hat, dann prägt er sich einfach so ein, dass man ja plötzlich rundum ganz viele Arschengel entdeckt. Und da so ein bisschen schmunzeln, und das bringt schon mal das erste Mal ein bisschen Leichtigkeit in solche Situationen rein, dann unterwegs ist und denkt, da ist ja wieder ein Arschengel von mir. Ja? Weil auf der einen Seite diese Personen, die verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise einem gegenüber, dass man so innerlich dazu geneigt ist zu denken oder das auch denkt, du Arsch im übertragenen Sinne, ja? Du Idiot oder was auch immer deine Ausdrucksweise da ist. Und auf der einen anderen Seite ist es aber dein Engel, weil er schickt dir eine Botschaft. Da stößt ja irgendetwas auf dir in Resonanz, wie eine andere Person sich dir gegenüber verhält.
Beispiel, die es auch auf den Punkt bringen, damit es ein bisschen deutlicher wird, was ich damit meine. Wir beide, wir kennen uns persönlich, sind miteinander befreundet und ich bin bei dir eingeladen zu einem leckeren Tee oder zu einem Gläschen Wein, egal. Und ich gucke mich so in deiner Wohnung um und sage zu dir, mein Gott, was bist du für eine Schlampe, du könntest dir hier ruhig mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen. Ja? Liebe Melanie, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du live dabei bist. So, und wenn ich das zu dir sage in dem Moment, was bist du für eine Schlampe, du könntest ja schon mal ein bisschen sauberer hier alles machen und ein bisschen mehr aufräumen. Wenn das irgendwo auf dir in Resonanz stößt, wenn es also irgendetwas mit dir macht, wenn da irgendein Resonanzboden da ist, dann betrifft es dich. Dann sind Anteile in dir, die dich auch so denken lassen, naja, es schaut ja nicht wirklich gerade nett hier bei mir aus, ich könnte ja schon ein bisschen ordentlicher sein. Okay, das ist das eine. Wenn es überhaupt nichts mit dir macht, wenn es in der Richtung überhaupt nicht in dir so denkt, dann macht es auch nichts mit dir. Das heißt, es ist kein Resonanzboden da. Dann lachst du mich aus. Also im ersten Fall wirst du vielleicht noch ein bisschen wütend auf mich sein, dich über mich ärgern, dass ich, deine beste Freundin, dir sag, du, was bist du für eine Schlampe, du könntest ein bisschen ordentlicher sein. Und wir geraten vielleicht in Streit oder du brichst vielleicht den Kontakt zu mir ab. Im zweiten Fall ist kein Resonanzboden da, es denkt in dir nicht in der Richtung. Dann lachst du mich aus und sagst, was, hier ist alles in bester Ordnung. Ich weiß gar nicht, was du hast. So, dann macht es einfach nichts mit dir. Verstehst du? Im Hinblick jetzt auf andere Menschen, wie sie über dich reden oder in dem Beispiel hier im Hinblick auf deinen Bruder, ist er in der Richtung vielleicht dein Spiegel, lausch einfach mal in dich hinein, dass da vielleicht Zweifel in dir selbst drin sind, dass du das, was du beruflich machst, weil du hast ja auch geschrieben, ich hätte keinen guten Job, bekäme mein Leben nicht auf die Reihe. Lausch mal in dich hinein und sei mal ehrlich zu dir selbst. Gibt es da Anteile in dir? Guten Morgen, liebe Hilke. Gibt es da Anteile in dir, die so denken, dass du vielleicht auch in dir zweifelst, ist das wirklich der richtige Job? Bekomme ich mein Leben wirklich auf die Reihe? Also, dass du da in dir irgendwelche Zweifel hegst. Das könnte der eine Grund sein, liebe Margarete, wunderschönen guten Morgen. Der gestern ja schon geschrieben, ich hoffe, du hast es gelesen. Wenn ich nochmal in Wien bin, mir war das jetzt gar nicht bewusst, ich bin aber auch hier so zeitlich eingebunden, dann gehen wir zwei auf jeden Fall eine Wiener Melange trinken. Okay, jetzt gibt es meinen Zeitplan leider nicht mehr her. So, also, wir waren bei dem Arschengel und bei dem Bruder oder bei den Menschen, die sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Sie spiegeln letzten Endes die eigenen Zweifel wieder. Das ist der eine Grund. Deshalb lausch mal in dich hinein, ob das in dem Fall auf dich zutrifft, dass es da in dir Anteile gibt, dass da ein Resonanzboden da ist, der so dich denken lässt. Okay. Der zweite Grund, warum Menschen sich so verhalten, ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal Minderwertigkeit, Minderwertigkeitskomplex. Kenne ich nur zu gut von mir aus meinem früheren Leben. Das heißt, sie versuchen jemand anderes, also das Gegenüber, in dem Fall dich, die Schwester, niedriger zu stellen und sich selbst auf einen höheren Sockel zu stellen, um sich besser zu machen, weil sie sich selbst unterlegen fühlen. Ja? Und so, wie sagt man, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, so zieht man über andere her oder versucht, andere klein zu machen mit den Worten, um sich selbst höher zu stellen. Das hat was mit der eigenen Minderwertigkeitsgefühl, mit einer Art Minderwertigkeitskomplex zu tun. Ja? Und die dritte Variante, die spielt da aber mit rein, das sind Ängste. So wie wir reden und wie wir handeln und wie wir etwas machen und sagen, uns verhalten oder auch handeln, egal. Wir agieren immer aus zwei Gründen, aus Angst oder aus der Liebe heraus. Wenn ich aus der Liebe heraus kommuniziere und handle, also wirklich aus bedingungsloser Liebe heraus, kann ich niemals jemand anderen verletzen.
Wenn ich aus der Angst heraus handle und kommuniziere, dann kann ich verletzend wirken. Und das hat dann auch nochmal hier was damit zu tun, die Angst, der Neid zu kurz zu kommen. Das spielt nochmal in das Thema, was ich so als Minderwertigkeitskomplex, Minderwertigkeitsgefühl bezeichnet habe, eben mit rein. Und da mögen Dinge, lausch da mal in dich hinein, auch systemisch aus dem Familiensystem mit eine Rolle spielen, warum der Bruder so agiert, in dem Falle jetzt hier. Ich weiß ja jetzt nicht, bist du die Erstgeborene, wie viele Geschwister hast du noch, wie auch immer. Lausch mal in dich hinein, lass mal so ein bisschen Revue passieren, wie war das in der Kindheit? Vielleicht ist es dir aber auch gar nicht bewusst, vielleicht wurdest du von deinen Eltern immer bevorzugt. Das ist ja auch manchmal der Fall, dass ein Kind, was weiß ich, viele Krankheitssymptome hat und deshalb mehr Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt als Geschwisterkinder. Oder ja, dass vielleicht zwei Kinder da sind, eine Tochter und ein Sohn, und die Mutter oder beide Elternteile vielleicht lieber eine Tochter haben wollten als einen Sohn. Oder überhaupt lieber zwei Töchter haben wollten als einen Sohn. Auf einer unbewussten Ebene bevorzugen sie dann die Tochter und achten den Sohn nicht so. Also das geschieht unbewusst, das geschieht auf einer unbewussten Ebene. Da ist keine böse Absicht dabei. Und du musst jetzt auch nicht mit Familienstellen und Systemstellen da rumkramen. Also ich meine, ich kenne diese Techniken, ich praktiziere die auch, aber nur, wenn ich so das Gefühl habe, wir kommen jetzt auf die Art und Weise jetzt, auf eine leichtere, einfache Art und Weise nicht weiter, dann mache ich das auch schon mal, dass ich da systemisch da rangehe. Aber indem du dir das bewusst machst, diese drei Punkte, spür mal in dich hinein, ob da was zutrifft, kannst du jetzt für dich auch schon ganz leicht und einfach dich davon lösen, indem du das bewusst machst, die Erkenntnis da einfach auch hast. Wenn es der erste Punkt zutrifft im Hinblick auf Zweifel, dann festige dich selbst. Und wenn du einfach auch merkst, beruflich mache ich doch nicht ganz so das, was ich wirklich möchte, dass dein Bruder da in der Richtung dir das nur vorspiegelt, dann frag dich, was kann ich ändern? Wie kann ich mich noch mehr auf meinen Herzensweg begeben oder wie auch immer? Ja, also in der Richtung einfach mal sacken lassen und in der Richtung mit dir arbeiten, ins Brainstorming gehen. Okay? Dann das Zweite, mein Bruder und meine Schwägerin reden sehr viel über mich. Was ich durch deren Kinder mitkriege? Mal eines dazu, und das betrifft uns ja alle, du bist ja nicht die Einzige. Wir machen uns Gedanken darum, was die anderen über einen reden, was die Eltern über einen reden, was die Geschwister über einen reden, was die Kollegen über einen reden, was Freunde und Freundinnen, das Umfeld, was die Nachbarn über einen reden. Darüber machen wir uns Gedanken. Und gleichzeitig sind wir dazu geneigt, auch über andere zu reden. Gleichzeitig sind wir dazu geneigt, auch über andere zu reden, wenn die nicht in unserer Nähe sind. Das ist das eine, das andere. Also man könnte daraus auch für sich die Entscheidung treffen, sprich niemals mit dritten Personen, mit anderen Menschen über eine dritte Person auf eine Art und Weise, wie du nicht reden würdest, wenn die Person dabei wäre. Das ist das eine. Das andere, was jetzt aber für dich, glaube ich, wertvoller ist, für uns alle hier, was mir sehr geholfen hat, in der Richtung weiterzukommen, ist, was andere über dich reden, das geht dich nichts an. Was andere über dich denken, das geht dich nichts an. Das ist die Art und Weise, der anderen zu reden, und das ist die Art und Weise, der anderen zu denken. Weil du selbst erlaubst dir ja auch, über andere zu denken, was du möchtest.
Du selbst erlaubst dir ja auch, über andere zu sprechen, was du möchtest. Und deshalb löst dich davon. Wie fühlt sich das an, dich davon zu lösen, sich abhängig zu machen davon, was andere über dich denken und über dich reden? Dann bist du frei. Das befreit dich. Das darf dir wurscht sein, um es mal so auszudrücken. Ja? Ist keine einfache Übung, ich weiß. Der Denker, der Verstand, der wird gerne, ja? Aber dein Herz, wenn du da mal auf dein Herz, auf deine Seele lauschst, da ist das egal, was andere denken. Die ist einfach. Dein Herz ist einfach. Und deine Seele, dein Herz möchten, dass auch du, dein Körper, mit deinem Kopf auch, da wohnt ja deine Seele in deinem Körper, ist ja der Tempel, einfach sind. So, wie du bist. Ganz du selbst, ganz authentisch. Dir deine Einzigartigkeit bewusst werden. Weil jeder von uns, auch du, bist einzigartig. Es gibt dich ein einziges Mal nur auf dieser wunderschönen Welt. Okay? So, das dazu. Dann mal noch die Frage, welche Friedensmeditationen gibt es, dass ich Ruhe vor ihnen und weiter mehr Kraft finde? Also wenn du dich davon schon mal löst, wenn du dich dem Gedanken öffnest, wenn es vielleicht jetzt noch ein bisschen zu hart ist, dann kannst du dir auch den Satz sagen, ich bin auf dem Weg, mich dem Gedanken zu öffnen, dass ich mich komplett befreie und mich von jeglichen Bewertungen und Beurteilungen und Gedanken und Reden von anderen über mich löse. Ich bin auf dem Weg dahin, okay? So, jetzt dennoch möchte ich dir ja auch ein paar Handlings mit auf den Weg geben, die du zusätzlich anwenden kannst. Friedensmeditation. Du kannst jedes Mal, wenn du an deinen Bruder, an deine Schwägerin oder andere, die hier diesen Livestream auch später als Aufzeichnung anschauen, das sind ja Dinge, die jeden von uns betreffen. Das kennen wir alle. Den Menschen einfach in dem Moment, wo du an sie denkst und bevor du da in den Unfrieden mit denen gehst, ihnen einfach Licht und Liebe schicken. Sie in Licht und Liebe einhüllen oder sie segnen, ist auch eine sehr, sehr kraftvolle Variante. Die andere Variante ist, du kannst dir bewusst machen, was vielleicht dieses Licht und Liebe schicken und das Segnen auch noch unterstützt oder dir hilft, das auch wirklich aus dem ganzen Herzen zu tun, ist, dass du dir bewusst machst, dass jeder von uns, absolut jeder von uns, das Licht der Welt hier erblickt hat, aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt hat und ab dem Moment auf der Suche ist nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und dass deshalb absolut jeder von uns ein verletztes Kind ist, aufgrund der vielen Prägungen und Themen und Schmerzen, die wir einfach alle erfahren haben, die aber dazugehörten. Unsere Seele wollte Erfahrungen machen, diese Prägungen und Themen und Schmerzen. Wir mit unserem menschlichen Bewusstsein bewerten das als gut oder schlecht. Es ist aber letzten Endes einfach so, wie es ist und es gehörte auch dazu, weil wir alle haben uns ja auch letzten Endes mal diese Familie ausgesucht, genau in der Familie, mit genau der Konstellation, mit genau der Seelenkonstellation in Form von Menschen zu inkarnieren. Also es hat alles seinen tieferen Sinn, auch wenn man denkt, es ist das perfekte Chaos. Aber Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Und man kann rückblickend, wenn man sich so seine Lebensstory mal anschaut, auch wenn man das möchte, und ich glaube, das möchtest du auch, deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe, herauskristallisieren, was so das eigene Ding ist, was sich wie so ein roter Faden durch das Leben zieht und daraus seinen Seelenberuf entwickeln. Ja? Und deshalb, wenn du dir bewusst machst, dass jeder, absolut jeder von uns auf der Suche nach Lobe, nach Lieb und nach Anerkennung ist und jeder so mit seinen eigenen Themen unterwegs ist, dann fällt es auch jemand anderen
da zu lassen, wo er ist, mit seinen Themen und sich dessen bewusst zu machen, dass das nichts mit dir zu tun hat. Da gebe ich dir gern noch eine Frage jetzt mit auf den Weg. Okay, also Verständnis für das Gegenüber aufzubringen, das bringt es besser auf den Punkt. Nicht im Sinne von einverstanden zu sein, dass derjenige sich dir gegenüber so verhält, wie er sich gerade verhält, aber im Hinblick auf einer gleichen Gültigkeit. Es ist gleichgültig, es ist dir gleichgültig. Okay? Melanie schreibt, liebe Irmgard, danke für die wunderbaren Impulse und Übungen. Das mit den Selbstzweifeln und die anderen Punkte gehe ich an. Es stört mich bei den anderen nicht so, was sie reden, nur bei meinem Bruder. Ja, hier über das Smartphone kann ich leider weiter nicht lesen, was du geschrieben hast. Werde ich nachher anschauen über den Computer. Na klar, mit dem Bruder, mit dem eigenen Familienmitglied innerhalb der Familie sind wir natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise verstrickt, als mit welchen, die nicht direkt in unser Familiensystem eingreifen. Und da greifen vielleicht so diese Dinge, die ich eingangs mal erwähnt habe. Schau da einfach mal ein bisschen mit Freude und mit Leichtigkeit rein, aber du musst da jetzt nicht ganz tief reingehen und irgendwo die Energie ganz nach unten schrauben und noch, ich sag's jetzt mal überzogen, depressiv deshalb werden. Ja, geh mit Freude und mit Leichtigkeit, mit so einer kindlichen Neugierde daran, welche Erkenntnisse du daraus bekommst, so Aha-Effekte zu bekommen, auf eine freudvolle, leichte Art und Weise und dann loslassen, okay? Und die Fragen, die ich dir jetzt damit auf den Weg gebe, die können dir dabei einfach auch helfen. Und zwar auch jetzt auch, wenn du da an diese Themen rangehst, die Frage dir zu stellen, wenn dein Bruder oder Menschen sich dir gegenüber so verhalten und es macht was mit dir, dass du dir die Frage stellst, das wahrnimmst und dir die Frage stellst, was hat das mit mir zu tun? Und in dem Falle, und dann einfach mal in dich hineinlaufst, was da kommt, in dem Falle könnte dann aufpoppen, okay, ich zweifle ja eigentlich an mir selbst oder den Job, den ich gerade mache, ist nicht das, was ich wirklich möchte. Also schaue ich mal, ist mein Bruder eigentlich, oder das Gegenüber, mein Arschengel, schaue ich mal, was ich in meinem Leben eigentlich verändern möchte. Oder es könnte auch aufkommen bei der Frage, was hat das mit mir zu tun? Das hat nichts mit mir zu tun. Das sind alles Dinge, die ich bei dem Gegenüber lassen darf. Der oder diejenige will sich jetzt nur auf einen höheren Sockel stellen, was ich ja eingangs erwähnt habe. Der will mich klein machen, damit er größer erscheint. Der hat eigentlich ein Thema mit seinem eigenen Selbstwertgefühl. Stichwort Minderwertigkeit. Okay? Also das ist immer sehr, sehr hilfreich, Fragen zu stellen. Was hat das mit mir zu tun? Dann bekommst du Informationen, brauchst du einfach nur zulassen. Diese Informationen und nächste sehr, sehr hilfreiche Frage ist, was will ich selbst eigentlich wirklich? Und dann auf dein Herz lauschen und dem Herzen und der Seele zu folgen, fällt manchmal so schwer, weil der Kopf, das Ego, der Verstand, und bitte, das kenne ich aus meinem eigenen Leben nur zu gut noch, aus meinem früheren Leben, Gott sei Dank, aber ich musste auch oder durfte auch erstmal diese Erfahrungen machen, dem Herzen zu folgen, weil das Ego, der Kopf mit so einer heftigen Energie manchmal dabei sind, dass es einfach ein bisschen Überwindung kostet, wirklich auf sein Herz zu lauschen. Und das immer nochmal bei dem Thema, aus dem Herzen, aus der Seele heraus zu agieren, zu handeln und zu sprechen, damit kann ich nie jemand anderen verletzen. Und kann mich selbst auch nicht verletzen lassen. Ja? Okay. Und eine ganz einfache Frage, die es wirklich am ganz, ganz einfachsten und leichtesten macht, die vielleicht aber jetzt auch im Moment die größte Herausforderung ist. Ich weiß nicht, wo du genau stehst, wie sehr du dich schon mit vielen Dingen auseinandergesetzt hast, beschäftigt hast oder so. Ich möchte es dir trotzdem noch mit auf den Weg geben, ist die Frage, welche Energie, welches Bewusstsein kann ich sein,
um mich komplett davon zu lösen? Welche Energie, welches Bewusstsein kann ich sein, um mich komplett davon zu lösen? Und da brauchst du auch jetzt, wenn du dir die Frage stellst, noch nicht mal auf Antworten warten, sondern jedes Mal, wenn was aufpoppt, dass du dich bewertet, beurteilt fühlst, dass dein Denker sich damit beschäftigt, was andere von dir denken oder was irgendjemand gesagt hat oder was auch immer. Einfach nur die Frage in den Äther schicken, welche Energie, welches Bewusstsein kann ich sein, um mich davon zu lösen, ohne auf eine Antwort zu warten und dann einfach sein. Bewusst sein. Frei sein. Okay. Ja, meine Liebe, schreibt mir doch gerne mal, jeder, der hier jetzt live dabei war und auch jede, die die Aufzeichnung anschaut, mal ein Ja ins Kommentarfeld, wenn dir dieser Beitrag hier geholfen hat, frei zu sein, frei zu werden, dich freier zu fühlen. Okay? Und wenn Themen aufpoppen, jetzt vielleicht in dem Kontext oder auch andere Themen, schreibt es mir gerne rein. Wir haben ja noch fast die ganze Woche hier in der Seelenfreude-Challenge. Freitag ist das letzte Mal. Aber dann geht es trotzdem hier weiter. Nur nicht jeden Morgen um 7.15 Uhr, das ist klar. Ich greife es gerne auf. Okay? Also, ganz liebe Umarmung hier aus Wien. Hab einen wunderbaren Tag. Und genieße dein Dasein, dein Sein, dein Bewusstsein, deine Einzigartigkeit. Du bist einzigartig, du bist wunderbar. Okay? Bis morgen. Tschüss.